Ich möchte Sie ganz herzlich hier in Mosel begrüßen. Ich als Fördervereinsvorsitzender gemeinsam mit dem Uckermärkischen Feuerwehrverband und der Leitung von Witz Tippos und Secho haben uns in diesem Jahr überlegt, was wir hier in der Kirche machen wollen und sind zu dieser Idee gekommen, dass wir ein Ein-Mann-Theaterstück hier vorführen. Ich freue mich, dass Sie alle gerade bei Schlechtwetter oder ziemlich kalten Temperaturen hier zu uns gekommen sind. Ich freue mich auf einen interessanten Abend. Ich weiß nicht, was es zeigt wird und hoffe, dass es auch allen gefällt. Aber wie gesagt, es ist schön, dass Sie trotzdem immer bei allen Temperaturen zu uns kommen. Ja, liebe Gäste, anwesende Feuerwehrkameraden, ich finde es schön, dass mal so was stattfindet, so ein kleines Theaterstück. Ich meine, die meisten werden nicht kennen, ich kenne ihn auch nicht. Ich hoffe, dass es für alle interessant wird, vielleicht auch ein bisschen lehrreich. Ein bisschen schade ist, das könnten ein paar mehr Jugendliche hier sein vielleicht, aber das ist hier doch ein anderer Tag. Er hat schon gesagt, kaltes Wetter, müssen wir mal rum, deshalb wie Regen, wo wir Regen brauchen können. Aber das ist so. Ja, ansonsten wünsche ich den Kameraden ein gutes Stück, für uns ein bisschen begeistert. Wir lassen uns überraschen. Ja. Dazu soll man noch groß dazufügen, sage ich erstmal, wenn man zwei Vorreden hat mit dem Ganzen. Aber herzlich willkommen. Ja, etwas später war da noch bei einer anderen Veranstaltung, aber nichtsdestotrotz begrüße ich Sie auch alle recht herzlich hier. Freue mich dabei, wenn Sie ein bisschen was mit Uniformen dazwischen noch sehen, sage ich mal. Reichlich normal in Auftrag in dem Sinne. Ist aber auch wünschenswert bei dem Ganzen, sage ich jetzt mal. Ich denke mal, da ist der junge Mann, ja, um den wird es gehen bei dem Ganzen. Also lassen wir uns einfach mal überraschen, was Sie uns so mitgebracht haben. Und wünschen wir uns zusammen einen schönen Abend und danach noch ein bisschen Schamütliche draußen, kann man sagen, dazu, ne? Damit wir das Wetter ein bisschen trotzen sein und die Sonne für die nächsten Tage rauskitzeln werden bei dem Ganzen. Also viel Spaß miteinander und du sollst auch mal das mit mir auch lassen. Ebenso, alles Gute.